Hallöchen. Zum Kreativsamstag möchte ich mit euch ein schnelles Osterkörbchen machen. Denn wenn man jetzt noch keins hat, auf den letzten Drücker eins basteln, da geht das super, super schnell und ist sehr, sehr einfach. Dazu brauchen wir ein quadratisches Blatt Papier, eine Schere und Klebstoff. Wir nehmen das Blatt Papier und falten es ungefähr zu einem Drittel. Kommt nicht so genau, kann was mehr, was weniger sein, macht gar nichts. Wieder aufklappen, rumdrehen und von der Seite nun bis zur Falzlinie falten. Und von hier der Seite jetzt auch wieder circa ein Drittel. Und wieder bis zur Falzlinie. Jetzt schneiden wir die Punkte hier, die Linien ein. Auf der Seite und auf der Seite. Genau bis zu dem mittleren Quadrat. Ich habe hier ein Faltpapier, man kann aber auch eine Illustrierte nehmen, also ein Bildband, ein Tonkarton, was man gerade so hat. Hauptsache, es ist quadratisch. Je größer das Quadrat, umso größer wird das Körbchen. Je kleiner, umso kleiner wird das Körbchen. Klar, ne? Das werden unsere Innenteile und das die Außenteile. Das kleben wir jetzt genau so zusammen. Dazu machen wir hier ein wenig Klebstoff hin. Hauptsache, der Rand ist. Na. So die Ecken aneinander. Auf der anderen Seite genauso. Wenn dann Kleber übersteht, macht das nichts. Denn wir kleben ja noch die Seitenteile hoch. Um das Seitenteil jetzt hochkleben zu können, streichen wir den Kleber am Rand lang. Und da muss man aufpassen, hier unten nichts, weil da ist ja dann ein Loch. Aber dann kann man so hier noch ein bisschen über die Fläche. Und das wird dann einfach festgeklebt. Dazu lege ich das Körbchen hin und gehe mal eben mit der Hand ein bisschen rein. Auf der anderen Seite auch. Und schon fertig. Jetzt können wir, damit wir auch einen Henkel haben, einfach ein Stück Band
viel mal Daumen abschneiden. Also ein bisschen länger als das Körbchen ist. Klebe ich von außen an, weil das hat so ein schönes Motiv. Sonst würde ich es von innen ankleben. Man kann natürlich auch einen Papierstreifen nehmen oder ein gemustertes Papier. Und dann hat das Körbchen auch einen Henkel. Kann man, wenn man möchte, noch weiter verzieren oder so lassen. Und so hat man ein ganz schnelles Osterkörbchen auf den letzten Drücker. Das Papier ist jetzt sehr dünn, nimmt man ein bisschen stabileres wie Tonkarton oder ein Designpapier. Dann hat man natürlich eine bessere Standfestigkeit und kann auch etwas Schwereres reinmachen. Schokolade und keine Ahnung. Oder auch ein kleines Blumentöpfchen. Wenn man es nur für ein Blumentöpfchen haben will, reicht es schon ohne Henkel. Dann hat man gleich den hübschen Übertopf. Wenn man da jetzt reinpflanzen möchte, nimmt man einen Gefrierbeutel oder irgendeine andere Plastiktüte und legt die da rein. Und dann füllt man erst die Erde ein, sonst weicht ja das Papier durch. Und dann kann man gleich das Körbchen auch bepflanzen. Wenn man jetzt nicht zum Blumenhändler kommt oder so, dann geht man in die Natur. Überall wachsen im Moment Gänseblümchen und andere kleine Blümchen. Das kann man dann auch einfach mit Wildblumen bepflanzen. Aber Vorsicht, nicht jede Blume nehmen, denn es gibt welche, die sind geschützt. Aber Gänseblümchen machen sich zum Beispiel sehr, sehr schön. Oder auch eine Vogelmiere oder andere Blümchen. Hier und da wachsen sogar schon Vergissmeinnicht. Die kann man auch reinsetzen. Und dazu dann aus Papier ein paar Häschen oder Eier mit dazu gelegt. Und schon hat man ein hübsches Osterkörbchen für auf den Tisch. Ja, das war mein heutiger Beitrag zum Kreativsamstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann!